Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch das Buch Nur noch kurz die Ohren kraulen von Jörg Mühle vorstellen. Es ist eins der bekannteren Bücher, dennoch finde ich, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, wo es nicht kennt und deswegen kennenlernen sollte, weil es ein wirklich sehr, sehr schönes Buch ist. Hier geht es darum, dass man das Hasenkind ins Bett bringen soll. Und durch verschiedene Interaktionen, wie zum Beispiel in die Hände klatschen oder Kissen zurechtklopfen, dann auch mal ein Simsalabim sagen oder eben dann die Ohren kraulen, wie der Titel schon sagt. Ja, durch diese Interaktionen macht das Kind praktisch bei jedem Umblättern gewisse Dinge mit oder die Eltern zeigen es vor und die Kinder machen das mit der Zeit dann selbstständig nach. Je nach Alter des Kindes kommt dann eben drauf an, aber es hat sehr viel Spaß bei dem Buch. Unsere Kleine hat es schon mit einem Jahr bekommen und zeigt schon selbst im Voraus durch das zahlreiche Lesen, was auf der nächsten Seite kommt, macht es vor und hat da richtig viel Spaß. Wir lesen dann immer den kleinen und kurzen Text mit und es ist leicht verständlich, man weiß genau, was man zu tun hat. Die Kleinen klatschen mit oder eben streicheln nach, dann gibt es auch einen Gute-Nacht-Kuss. Und so durchläuft man praktisch mit dem Hasenkind die ganzen Rituale oder den Ablauf des Zu-Bett-Gehens. Sehr spielerisch und schön. Und die Kinder lernen so, was alles zum Schlafengehen dazugehört. Eben dann mal das Kissen zurechtklopfen, die Zähne sind geputzt, der Schlafanzug ist an. Dann wird eben die Decke noch drüber gezogen und zum Schluss gibt es einen Kuss. Und auf der letzten Seite wird dann eben der Schalter für das Licht ausgemacht. Es ist also ein interaktives Pappbilderbuch. Es verzaubert auf jeden Fall nicht nur die Kleinen. Es macht wirklich sehr viel Spaß, mit den Kindern das gemeinsam zu lesen und das auch immer wieder. Und ich mag Bücher persönlich, die man wirklich oft in der Hand hat, die einen aber nicht langweilen. Und dieses Buch gehört da auf jeden Fall dazu. Ist ein sehr schönes Gute-Nacht-Buch. Zeigt den Kindern, wie gesagt, einfach die Abläufe und sie lernen das selbstständig dann kennen. Und haben sehr viel Freude mit diesem wirklich süßen Buch. Die Illustrationen sind ziemlich schlicht gehalten, dass man auch sieht, worauf es ankommt. Und die Texte sind auch recht kurz. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut euch auch sehr gerne meine anderen Buchvorstellungen an. Macht's gut!